Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Kanal von The Giggle Brothers. Mein Name ist Nitro Nero und willkommen zu The Book of the Unwritten Tales. Heute mal kein Rocket League, sondern ein Point-and-Click-Adventure, ganz nach der alten Tradition von Metal Let's Play. So wie wir damals sie eben hießen. Und wir steigen gleich ein, ja, in ein neues Spiel, in ein neues Abenteuer, in Kapitel 1. Unsere Welt ist im Krieg. Nur noch die Alten erinnern sich an eine Zeit ohne Furcht, ohne Blutvergießen. Und bislang war kein Ende in Sicht. Auf Sieg folgte Niederlage, auf Niederlage Sieg. Niemand konnte den entscheidenden Vorteil erstreiten. Wer hätte jemals gedacht, dass es jemandem wie mir, einem alten Archäologen, zufallen würde, diesen Wahnsinn zu stoppen? Und den Schlüssel dazu fand ich nicht etwa auf einer meiner Expeditionen, nicht in dunklen Kerkern oder feurigen Bergen. Nein, in einem alten Buch habe ich den Hinweis entdeckt. Ich hoffe nur, dass uns das Glück noch nicht verlassen hat. Wo bleibt Bechtel mit den Männern des Erzmagiers? Ist Ihnen denn nicht klar, wie... So, du bist also MacGuffin, nicht wahr? Archäologe, Historiker, Abenteurer und zukünftige Trophäe an der Wand meiner Mutter. Abgebrochener Sohn der Erzhexe Mortoga. Was willst du von mir? Das weißt du doch. Wo ist es? Wir wissen, dass dein schwachsinniger Diener auf dem Weg zu diesem verfluchten Zaubertrickser Alistair war. Nichts werde ich euch sagen. Nimm ihn mit. Mutter hat Mittel und Wege, alles aus ihm herauszupressen, was wir wissen müssen. Was soll mir schon passieren? Ach was, wir sind mehrere Tagesreisen entfernt von den wilden Landen. Hier ist es ebenso sicher wie in Elfenheim. Ach die, wenn es nach denen geht, würde ich den ganzen Tag nur... Tue ich nichts Dummes. Du hast recht. Wir sollten Hilfe holen. Schnell, zurück zum Elfenhain. Oh Mann. Einen beherzten Sprung später. Dann wollen wir mal. Tipp, du kannst Ivo mit der linken Maustaste bewegen. Bewege sie zum Bein des Drachen. Okay. Oh, was? Nein, das habe ich weggeklickt. Das eine Ende des Seils scheint fest verknotet zu sein. Ich könnte mich damit auf die andere Seite des Beins schwingen. Um das Seil zu benutzen, klicke es erneut an. Okay. Uiuiui. Untersuche den Käfig und sprich mit dem Gremlin, okay? Untersuche den Transportkäfig. Der Metallkäfig ist am Haltegeschirr des Drachen befestigt. Im Käfig steht der alte Gremlin. Er hat mich noch nicht bemerkt. Sprechen wir mal mit dem. Psst, hallo ihr da. Wer bist du? Ich bin eine Waldelfe, die euren Tag retten wird. Nenn mich Ivo. Mein Name ist... Egal, du musst etwas für mich tun. Ach was, nicht nur für mich, für die Allianz, für dich, für alle. Ganz ruhig, ich hab mit der Allianz nichts am... Egal, es geht einfach jeden etwas an. Professor MacGuffin, mein Name. Ich bin Archäologe. Ich habe etwas entdeckt. Etwas Wichtiges. Und diese Kerle wollen es haben? Oh ja, du hast ja keine Ahnung, wie sehr sie es haben wollen. Okay, was ist es denn? Lasst mich raten. Die Kerle da oben wollen mit eurem Wissen die Weltherrschaft an sich reißen? Ja, spotte nur.
Sie werden mir die Haut abziehen, bis ich ihnen verrate, was ich weiß. Ist ja gut, ich befreie euch. Dann lasse ich euch Sterblichen weiter Krieg spielen. Nein, wir haben keine Zeit zu verlieren. Du musst diesen Ring hier nehmen. Bringe ihn zum Erzmagier Alistair in die Stadt Seefels, unten am Meer. Er wird Leute zu meinem Haus schicken. Dort im Geheimkeller liegt das Buch, in dem steht, wo es versteckt gehalten wird. Er muss es in Sicherheit bringen. Und was ist mit euch? Ich werde dir so viel Zeit verschaffen, wie ich kann. Einige Stunden werde ich die Folter aushalten. Wenn es sein muss, auch Tage. All die Schmerz, die Demütigungen, die Pein für Körper und Seele. Okay. Soll ich euch nicht vielleicht doch lieber befreien? Ja. Vielleicht sollte ich euch einfach befreien und wir verzichten auf Schmerzen und Tod? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Weniger dramatisch, aber wenn du darauf bestehst, kann ich dich kaum abhalten. Wie kann ich euch befreien? Ja, gute Frage. Dieser Käfig ist stabil und das Schloss lässt sich nicht so einfach knacken. Ich könnte den Käfig losbinden und auf dem Boden würde er zerschellen. Genau wie meine alten Knochen. Aber die Idee ist nicht schlecht. Auf dem Weg zu Mordrogas Festung fliegen wir über das Weißkammgebirge. Dort ist alles mit Schnee bedeckt und der Drache fliegt niedrig über die Gipfel. Dort könnten wir es versuchen. Das war ein Scherz. Die Chancen, dass das klappt, dürften bei 1 zu 1 Million stehen. Hervorragend. Außerdem sehe ich keine andere Möglichkeit, wie wir unauffällig verschwinden könnten. Kampf ist keine Option. Ich schaue mir mal die Befestigung des Käfigs an. Tu das. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Keine Ahnung, was hier gespielt wird, aber ich sollte den alten Zausel befreien, bevor wir Feindesland erreichen. Dann sehen wir weiter. Also wir spielen hier The Book of Unwritten Tales, liebe Ivo. Aber hier gibt's sonst nichts weiter. Betrachte das Befestigungsseil. Mit diesen Seilen ist der Käfig am Drachen befestigt. Ich muss sie lösen, wenn ich den Käfig über dem Gebirge abwerfen will. Sitzt alles verdammt stramm. Das kann ich mit bloßen Händen nicht lösen. Aber vielleicht könnte ich die Seile zerschneiden, wenn ich ein Messer oder Schwert hätte. Okay. Betrachte die Ladung. Transportdrachen können gewaltige Lasten bewegen, wie diese Fässer, die Holzbalken und die große Kiste. Ich glaube allerdings nicht, dass mir das Zeug weiterhelfen wird. Okay. Ja, und jetzt? Was kann man noch hier so machen? Also wir müssen hier bleiben, aber haben wir auch ein Inventar oder sowas? Ach, da oben gibt es sowas, Holzbalken. Dort geht es hinauf auf den Rücken des Drachen. Aber ich kann den Balken nicht erreichen. Ach, okay, das war's dann. Also jetzt, okay. Was gibt's denn hier noch? Was für ein Geheimnis den alten Gremlin wohl umgibt. Wenn sich die Schatten so weit auf Allianzgebiet wagen, muss es sehr wichtig sein. Ja, dann sprechen wir mal mit ihm. Psst, MacGuffin. Was gibt's? Der Käfig ist mit dicken Seilen befestigt. Ich kann ihn nicht mit bloßen Händen lösen. Dann musst du die Seile durchschneiden. Das kann ich mir denken. Nur leider habe ich kein Messer dabei. Dann besorg dir eins. Die Kerle dort oben werden doch wohl bewaffnet sein. Genau das befürchte ich auch. Okay. Ich mache da mal weiter. Warten Sie hier. Wie komme ich da hoch? Dort geht es hinauf auf den Rücken des... Aber sie kann den Balken nicht mehr erreichen. Und bei dem Befestigungsseil sagt sie... Mit diesen Seilen ist der Käfig... Das kann ich mit Blut... Okay, kann ich hier runter oder irgendwie so? Hallo? Was guckst du mich jetzt so an?
hier irgendwie ein Inventar oder sowas? Einstellungen. Untertitel an, sehr hoch. Ja. Okay, also es gibt kein Inventar. B? Nee, auch nichts. Aber ich komme hier nicht mehr rüber. Dort geht es hinab. Mhm. Psst. Was geht? Müssen wir mit ihm wahrscheinlich noch ein bisschen quatschen, oder? Wenn ich von den Ganoven ein Messer stehlen soll, dann muss ich auf den Rücken des Drachen. Es gibt da einen Balken, an dem ich mich hochziehen könnte, aber ich erreiche ihn nicht. Kein Problem. Hier, nimm das. Eine Peitsche? Sie hat mir immer gute Dienste erwiesen. Du kannst sie als Seil benutzen. Warum hat ein alter Mann eine Peitsche? Die Peitsche findest du wie alle deine Gegenstände im Inventar. Bewege deine Maus an den unteren Bildschirmrand, um das Inventar zu öffnen. Um einen Gegenstand im Inventar zu untersuchen, klicke ihn mit rechts an. Okay. Ich mache dann mal weiter. Warten Sie hier. Danke, lieber Muffin. Jetzt nehmen wir die Bullenpeitsche und gehen da hoch. Oh. Ta-ta-da-ta, ta-ta-da. Oh, wow. Lass mal Indiana Jones hier nachmachen. Was? Ja, ja, ich war böse und gemein. Ja, ich bringe ihn mit, Mutter. Ja, ja, ich muss Schluss machen. Warum? Ich lenke einen Drachen, weißt du? Ich bin nicht schnippisch. Ich, ja, gut. Mhm, ja, bis nachher. Bei allen Göttern, wie ich sie hasse. Nicht mehr lange, Munkus, nicht mehr lange, wenn du es erst einmal in Händen hältst. Aber du musst vorsichtig sein. Mutter ist misstrauisch und hat ihre Agenten überall. Und du redest ständig mit dir selber. Sei lieber still. An der Geschichte des Gremlins scheint wirklich was dran zu sein. Umso wichtiger, dass ich ihn befreie. Wenn ich hier ganz außen bleibe, kann man mich aus dem Führerstand nicht sehen. Okay, was haben wir denn hier alles zu erkunden? Wir haben hier eine Kiste. Ein alter Pappkarton. Es scheint sich um eine Art Notfallkiste für Drachenabstürze zu handeln. Kannst du da irgendwas nehmen? Durchsuche. Ein alter Pappkarton. Ja, okay. In der Kiste liegen einige mottenzerfressende Decken, etwas Trockenfleisch mit einem weißen Pelzbezug, ein blauer und ein roter Trank und, eine Schnur mit einem Angelhaken. Die sieht noch recht brauchbar aus. Ich nehme sie mit. Ganz normal, ne? Okay, dann haben wir die Fahne. Ein dünner Holzstab mit der Fahne der Schattenarmee. Der Stab ist locker mit der Reling verbunden. Dann können wir doch bestimmt den... Ja. Ich hab ihn und der Hexer hat nichts bemerkt. Du kannst Gegenstände im Inventar kombinieren, indem du einen Gegenstand auswählst, eben mit den aufeinanderen Gegenständen. Okay, gut. Dann machen wir das da mit dem da, oder? Ich knote den Faden an die Spitze des Stabes und habe damit eine Angel. Cool. Und jetzt nehmen wir das Schwert, oder? Ja. Das war elegant. Cool. Sonst gibt's hier nichts mehr. Ne, wir gehen runter. So, nimm das Schwert. Ich sollte erst MacGuffin warnen, dass es nun losgeht. So. Vielleicht überlegt er sich ja nochmal. Hast du recht. Psst, MacGuffin. Was gibt's? Okay. Was habt ihr so Mächtiges entdeckt? Was will Munkus von euch haben? Eine Waffe? Es ist... Ich kann es dir nicht sagen. Es wäre zu gefährlich. Und eigentlich... Nun, eigentlich habe ich es auch gar nicht. Wie meint ihr das? Ich habe in einem alten Buch einen Hinweis gefunden, wo das Artefakt... wo es verborgen ist. Artefakt?
Das wird ja immer banaler. Es ist nicht banal. Der Kampf gut gegen böse ist niemals banal. Ihr habt vorhin von eurem Geheimkeller gesprochen. In diesem Keller liegt das Buch? Ziemlich riskant. Jetzt aber, komm, wir schneiden nicht los. Ich habe ein Schwert und kann das Halteseil durchtrennen, sobald ihr bereit seid. Sehr gut. Von mir aus kann es losgehen. Wir sind über den Bergen. Jetzt oder nie. Seid ihr wirklich sicher? Das bin ich. Aber wenn ich das hier nicht überlebe oder sie mich erwischen, dann musst du das Buch aus meinem Geheimkeller holen und zum Erzmagier bringen. Wäre das nicht ein seltsamer Zufall? Da geht eine junge, verträumte, aber hübsche Elfe unbewaffnet durch den Wald und schlittert in ein Abenteuer. Rede nicht! Schneide mich endlich los! Okay. Und weg mit dir. Ich glaube, der Zeitpunkt ist günstig. Da vorn kommt ein schneebedeckter Berggipfel. Na, Wilbo, rettest du fleißig die Welt? Ich bin hier gleich fertig. Ich sehe schon, bist schwer am Schuften, was? Was warst du diesmal? Ein edler Ritter hoch zu Ross oder wieder so ein komischer Magier? Ich hab da was für dich. Schick meinen neuen Hausroboter auf Rattenjacht. Die Ratte hat's auf meine kostbaren Hopfendolden abgesehen. Und wenn ich die im Frühjahr nicht pflanze, könnte schon in wenigen Jahren das Bier knapp werden. Ich habe noch nie gehört, dass ein Held Ratten jagen musste. Aber noch bist du kein Held. Noch bist du mein Gehilfe. Und als solcher solltest du lieber in die Puschen kommen. Danach kannst du Feierabend machen und weiter von echten Heldentaten träumen. Ich überprüfe so lange die Biervorräte. Heute sind die Fässer 2034 und 2038 an der Reihe. Ich hab da so ein Gefühl, als könnte es mit der 2030er-Serie ein paar Probleme geben. Man wird sehen, man wird sehen. Ja, man wird sehen, man wird sehen. Und weiter geht's.